Herzlich willkommen zu unserer Streikkundgebung hier auf dem Stuttgarter Marktplatz. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen aus den Städten und Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg. Ich sage Hallo zu allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Rems-Murr-Kreis. Zu allen aus dem Landkreis Böblingen. Herzlich willkommen alle Kolleginnen und Kollegen der Landeshauptstadt Stuttgart. Und ganz besonders begrüßen darf ich die Kolleginnen und Kollegen der kirchlichen Betriebe, der Diakonie. Schön, dass ihr alle da seid. Heute hier auf dem Stuttgarter Marktplatz mehr als 5000 Kolleginnen und Kollegen. Und es streiken heute im Bezirk Stuttgart in den genannten Städten und Gemeinden mehr als 7000 Beschäftigte. Und das ist die richtige Antwort auf die Provokation der Arbeitgeber. Schön, dass ihr da seid. Toll, dass ihr unserem Streikaufruf gefolgt seid. Toll, dass ihr die Arbeit niedergelegt habt. Und deshalb das Motto, jetzt geht's los, für mehr Moos. Jetzt geht's los, für mehr Moos. Jetzt geht's los, für mehr Moos. Und ich darf jetzt begrüßen Leni Breimeier, Verdi Landesbezirksleiterin Baden-Württemberg. Liebe Streikende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt so wunderbare Schilder heute geschrieben. Vor mir rechts, das sind Schilder Leben und Wohnen, Altenheime der Stadt Stuttgart. Da steht, wollt ihr, dass wir weiter pflegen, müsst ihr uns mehr Kohle geben. Und links von mir, da ist ein Schild, da steht drauf, Pest und Cholera, wir waren stets für alle da. Infarkt, Insult und Nierenstein, da darf es schon mehr Kohle sein. Kolleginnen und Kollegen, ich kann euch aus Baden-Württemberg berichten, dass in Konstanz heute gestreikt wird, in Schwäbisch Gmünd, in Ulm, Esslingen, Göppingen, Eislingen und Geislingen und in Karlsruhe, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind alle Kindertagesstätten dicht. In Karlsruhe fährt keine Straßenbahn und da fährt auch kein Bus. Kolleginnen und Kollegen, das ist die einzig adäquate Antwort auf das, was uns die Arbeitgeber letzte Woche in Potsdam zugemutet haben. 2 Stunden drüber zu diskutieren, dass unsere Forderungen nach 6,5% mehr Geld völlig überhöht ist und sie mit uns sowieso erst reden, wenn wir die Forderung nach 200 Euro mehr für alle zurücknehmen. Das ist die Kernforderung in dieser Tarifrunde, Kolleginnen und Kollegen. Morgen ist der 8. März. Morgen ist der Weltfrauentag. Und wenn wir sagen, wir fordern 200 Euro mehr für alle, dann heißt es auch, dass wir die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen in Baden-Württemberg und in Deutschland verringern wollen. Eine andere Gestaltungsmacht haben wir
Internet. Und ich will nicht morgen von allen Politikerinnen und Politikern hören, wie sie beklagen, dass die Lohndifferenz so hoch ist und dann 364 Tage wieder in der Versenkung verschwinden. Wir machen Tarifpolitik für Frauen auch wegen dieser Lohndifferenz und deshalb fordern wir 200 Euro mehr für alle. Finanzieren, es ist doch kein Geld da, dann sage ich, warum fragen Sie das nicht eigentlich diejenigen, die den Banken jeden Tag mehr Geld geben? Letzte Woche, Ende letzter Woche, wurde in Berlin beschlossen, dass die europäischen Banken 9 Milliarden Euro kriegen. Ich glaube, da ist ja nicht mal viel in der Zeitung standen. Unsere Tarifforderung, die macht 7 Milliarden aus. Und Kolleginnen und Kollegen, diese 7 Milliarden, das behaupte ich hier, die geht unmittelbar in die Inlandsnachfrage, weil das Geld sofort wieder ausgegeben wird. Und deshalb sind unsere Forderungen viele, viele kleine Konjunkturprogramme. Und deshalb ist die Forderung erstens gerecht und zweitens eben auch richtig. Und deshalb stehen wir heute hier in Stuttgart. Der hat mal gesagt, der kleine Mann wird gern benutzt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Danach findet man den stark verschmutzt und fährt weiter ohne ihn. Das sage ich mit uns nicht, Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen weiter mitfahren, deshalb stehen wir heute hier. Und Kolleginnen und Kollegen, die Kolleginnen und Kollegen von der IG Metall befinden sich im Moment auch in Tarifauseinandersetzungen. Wir stehen solidarisch zusammen. Aber ich finde, wir müssen in Deutschland auch die Frage stellen, was ist dieser Gesellschaft Dienstleistungsarbeit wert? Was ist Dienstleistungsarbeit wert? Ist es gesellschaftlich wertvoller, wenn ich kaputte Autos repariere oder wenn ich kaputte Menschen repariere? Die Frage müssen wir an so einen Tag stellen. Euch angeguckt und ich habe alles gesehen, was Verdi zu bieten hat. Ich habe die Jungen gesehen, ich habe die Alten gesehen, ich habe die Leute mit Behinderung gesehen, ohne Behinderung. Ich habe die Alten gesehen, ich habe die Frische gesehen, ich habe die Schöne gesehen, ich habe die Normale gesehen und dass alle da sind, das, Kolleginnen und Kollegen, das ist Solidarität und das ist gut so. Kolleginnen von Schlecker, da sollen 12.000 Frauen ihren Arbeitsplatz verlieren. Da wird nachher noch was dazu gesagt. Ich sag euch, der ganze Verdi-Landesbezirk und der ganze DGB stehen hinter den Kolleginnen, die morgen, weil sie auch nicht heimlich auf der Welt sind und weil sie nicht still leiden wollen, die gehen morgen auf die Straße und demonstrieren um die Mittagszeit. Und da ist das Wetter nicht ganz so schön wie heute hier. Und ich bitte alle Stuttgarter, kommt in eurer Mittagspause und unterstützt die Schlecker-Kolleginnen, indem ihr einfach auch da seid. Das tut ganz arg gut. Am Montag wieder nach Potsdam fahren. Und ich sage euch, ich bin stolz drauf, dass ich mit euch im Rücken dem Frank Soske berichten kann, Baden-Württemberg steht, Stuttgart steht, da ist noch ein Scheit Holz mehr drin. Wir sind in der Lage nachzulegen, aber was ihr heute hier geboten habt, das ist in eurem Interesse und dieser aufrechte Gang ist angesagt. Es gibt keinen Grund für Zurückhaltung. Macht weiter so, toi, toi, toi. Schönen Tag. Ja, danke Leni und wir geben dir nach Berlin unser Motto mit. Wir wollen mehr Kohle sehen, wir wollen mehr Kohle sehen, wir wollen, wir wollen,
Wir wollen mehr Kohle sehen. Wir wollen mehr Kohle sehen. Wir wollen mehr Kohle sehen. Wir wollen die Kohle sehen. So, Kolleginnen und Kollegen, die IG Metall befindet sich ja auch in der Tarifauseinandersetzung. Sie fordert, wie wäre die 6,5% mehr Lohn und Gehalt? Und wir haben in Stuttgart, ich sag's mal locker, einen Traum. We had a dream. IG Metall und Verdi gemeinsam für mehr Lohn und Gehalt auf der Straße. Das wäre super. Und ich darf jetzt begrüßen den frisch gewählten ersten Bevollmächtigten der IG Metall Verwaltungsstelle Stuttgart, Uwe Meinhardt. Kolleginnen und Kollegen, als der Vorstand der IG Metall am 24. Februar auf einhellige und gemeinsame Empfehlung aller regionalen Tarifkommissionen unsere Tarifforderung beschlossen hat, die unter anderem, zu dem anderen sage ich gleich noch was, die unter anderem beinhaltet 6,5% mehr Geld. Da ging kein Aufschrei durch die Medienlandschaft. Gar nicht. Sondern wir haben Zustimmung erfahren, weil allzu offensichtlich ist, dass der im November und Dezember letzten Jahres noch geradezu sehnsüchtig herbeigeschriebene Abschwung in Deutschland bis auf Weiteres abgesagt ist. Die Wirtschaft brummt, insbesondere die Exportwirtschaft, insbesondere die Premiumhersteller, ihr kennt sie, Daimler, Audi, BMW, Porsche, nicht zu vergessen, der automobilnahe Maschinenbau, alle Zulieferer, das Geschäft brummt. Da traut sich keiner, auch in den Medien, gleich von vornherein zu schreiben, 6,5% ist viel zu viel. Und man lese und staune vor einigen Wochen, hat sogar die Bild-Zeitung, nicht unbedingt der geborene Verbündete der IG Metall, mal in einem Kommentar geschrieben von unseren Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen als die Helden des Aufschwungs. Man höre und staune. Und diese Helden des Aufschwungs laut Bild-Zeitung, das wird sich dann schon wieder ändern, hätten jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Geld verdient. Soweit alles super, alles in Ordnung. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wenn dann die Forderung von Verdi kommt, 6,5% für den öffentlichen Dienst, dann heißt es plötzlich, das geht ja nun mal gar nicht. Wer soll das denn bezahlen? Wo kennen wir denn da hin und die Kassen sind doch leer? Und die Minister! Kolleginnen und Kollegen, was ist das für eine verrückte Denke? Die Industrieunternehmen in diesem Land schwimmen im Geld. Die wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Sie haben so viel, dass sie sogar den Beschäftigten was geben, freiwillig. Aber die Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen, die den Unternehmen die Dienstleistungen bereitstellt, das beginnt beim Kreissaal, wo die Arbeitnehmer ja irgendwann mal geboren werden müssen. Und geht über Bildung und über Ausbildung, über das Gesundheitswesen bis zu der gesamten Infrastruktur. Die Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen, die den Unternehmen 24 Stunden am Tag rund um die Uhr sämtliche Dienstleistungen sozusagen wie Puderzucker in den Arsch bläst, diese Gesellschaft soll sich damit abfinden, anbleiben zu müssen. Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht akzeptabel, dass wir reiche Unternehmen haben in einem armen Land. Und darum sage ich klar und deutlich, eure 6,5% sind genauso gerechtfertigt wie unsere 6,5%. Lasst euch nicht mit einem Almosen abspeisen, Kolleginnen und Kollegen.
Wir fordern, ich habe es angedeutet, darüber hinaus mehr Mitbestimmung der Betriebsräte beim Einsatz von Leiharbeit, und das heißt bei der Verhinderung von Leiharbeit, und die unbefristete Übernahme der Ausgebildeten. Das ist uns bitter ernst. Wir haben mittlerweile in diesem Land über eine Million Leihbeschäftigte, moderne Tagelöhner, davon über 300.000 in unserer Branche, in der Metall- und Elektroindustrie. Da sieht man, Kolleginnen und Kollegen, erwachsene Männer und erwachsene Frauen hemmungslos die Tränen laufen lassen, wenn es ihnen endlich einmal gelingt, nach vielen Jahren Leiharbeitseinsätzen einen unbefristeten Arbeitsplatz zu erhalten. Dafür sind die Kolleginnen und Kollegen der Leiharbeiter sozusagen bereit, alles zu tun. Und die Arbeitgeber lassen sie auch alles tun. Denn Leiharbeit, das haben wir gelernt mittlerweile in unserer Branche, Leiharbeit ist bei weitem nicht nur eine Frage von Geld sparen, Leiharbeit ist eine Machtfrage im Betrieb. Denn wenn der Kollege Leiharbeiter nicht spurt, dann ist er, und das ist wörtlich der Begriff, am nächsten Tag abgemeldet. Dann wird er einfach abgemeldet und ist am nächsten Tag nicht mehr da. Und der Stammarbeiter, ob bei Daimler oder woanders, der sozusagen am Arbeitsplatz gegenüber sitzt, der soll das auch sehen, wie schnell man heutzutage abgemeldet ist. Wenn man aufmuckt, damit er weiß, dass er eigentlich dankbar sein sollte. Kolleginnen und Kollegen, dieser Spuk mit der Leiharbeit muss endlich wieder beendet werden. Wir können das nicht weiter zulassen. Und wir fordern, als Drittes die unbefristete Übernahme der Ausgebildeten. Das muss man sich mal vorstellen. Kolleginnen und Kollegen, das muss man sich doch wirklich mal geben. Die Unternehmen sind ausgerastet ohne Ende in der Metall- und Elektroindustrie. Überall wird rumgequakt von Fachkräftemangel und Fachkräftebedarf. Da wäre es doch das Einfachste auf der Welt, die Leute, die man selber ausgebildet hat, unbefristet zu übernehmen. Aber nein, auch hier ist es eine Machtfrage. Wer übernommen wird, das entscheidet der Herr im Haus allein. Du nicht, du vielleicht schon, du schon gar nicht. Kolleginnen und Kollegen, unsere Azubis, und wir hoffen da auch auf eure Unterstützung, unsere Azubis sind ganz heiß auf diese Tarifrunde. Sie wollen da etwas durchsetzen. Jetzt könnt ihr das, ich will das sehr offen sagen, bei uns in der Tarifrunde könnte es ja passieren, dass die Unternehmen sich sagen, sie haben überhaupt kein Interesse an einem Arbeitskampf, am Produktionsausfall, weil die Auftragsbücher voll sind und der Laden brummt. Und sie haben Geld und können das auch nicht geheim halten. Da wäre es doch naheliegend, wenn sie versuchen würden, in der Tarifrunde uns die beiden Machtthemen, Leiharbeit und Azubis, beim Entgelt sozusagen abzukaufen. Darum von vornherein und öffentlich klargestellt: Metaller sind nicht käuflich, Kolleginnen und Kollegen. Und Metallerinnen genauso wenig. Und wir heißen auch nicht Wulf und machen uns der Vorteilsnahme schuldig. Und im Unterschied zu den Arbeitgebern sind Leiharbeiter und Azubis für uns keine Handelsware. Da werden keine schrägen Deals gemacht, Kolleginnen und Kollegen. Abschließend meine ich, es ist in diesem Lande wieder einmal richtig Zeit, klarzustellen, wo eigentlich der Reichtum in diesem Land herkommt. Der kommt nämlich nicht von den Finanzmärkten,
der liegt auch nicht auf dem berühmten Parkett auf der Börse irgendwie rum. Reichtum kommt durch Arbeit, durch unser aller gemeinsame Arbeit und die verdammt nochmal ordentlich bezahlt sein. Glück auf, Kolleginnen und Kollegen. Ja, herzlichen Dank, Uwe Meinhardt. Und jetzt vielleicht, weil es passt, auch wir, Verdi, fordern die volle, unbefristete Übernahme für alle Auszubildende. Und deshalb unser Motto, und ich hoffe, ich kriege es jetzt hin, aber ihr werdet mich unterstützen, Übernahme für alle, Übernahme für alle. Übernahme für alle. Genau, Übernahme für alle. Ich darf am Mikrofon begrüßen die Verdi-Jugend Stuttgart, Ilkem Zerker. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße euch alle recht herzlich im Namen der Verdi-Jugend. Spitze, dass ihr alle da seid. Auch wir, die Auszubildenden im öffentlichen Dienst, stehen heute gemeinsam mit euch da, um unseren Forderungen für die Tarifrunde 2012 Nachdruck zu verleihen. Auch wir wollen für unsere Zukunft kämpfen und streiken heute. Denn momentan können wir nicht einer sicheren Zukunft entgegenblicken. Wir sind hier mit immer höher werdenden Lebensunterhaltungskosten konfrontiert. Uns reicht das Geld vorne und hinten nicht. Die meisten von uns sind entweder auf die finanzielle Unterstützung durch ihre Eltern angewiesen oder müssen staatliche Hilfen beantragen. Und diese werden, wenn überhaupt, erst nach einem hohen Bürokratieaufwand genehmigt. Bei uns wird gegeizt, während für die Rettung von Banken und Regierungen Milliarden hinausgeworfen werden. Wir fordern die nächsten Milliarden für uns. Wir wollen 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung. Die im Rahmen der Ausbildung Pflichtveranstaltungen sind und auch als Arbeitszeit gezählt werden, müssen vom Arbeitgeber bezahlt werden. Vor allem aber wollen wir nach der Ausbildung übernommen werden. Wir wollen unsere Zukunft planen können und fordern daher die bedingungslose Übernahme der Auszubildenden und die Vergabe von unbefristeten Arbeitsverträgen. Wir sind bereit, für unsere Forderungen zu kämpfen. Unser Streik hier ist lediglich ein Warnstreik. Wir hoffen, die Arbeitgeber mit einem ernsthaften Angebot an den Verhandlungstisch bewegen zu können. Wenn die Arbeitgeber allerdings weiterhin meinen sollten, dass unsere Forderungen völlig überzogen seien, sind wir auch bereit, in den unbefristeten Streik zu treten. Unser Streik heute war nur der Anfang. Der Anfang des gemeinsamen Streiks von Jung und Alt. Wir werden auch in Zukunft weiterhin zusammen für unsere Rechte und Forderungen einstehen. Zusätzlich wollen wir heute alle Frauen darauf aufmerksam machen, dass
internationale Frauenkampftag ist. Es ist der Tag, der symbolisch für den Kampf um Gleichberechtigung und die Befreiung der Frau steht. Seit der Deklaration dieses Tages vor mehr als 100 Jahren hat sich aber nicht genug getan. Es gibt noch vieles, wofür wir kämpfen und auf die Straße gehen müssen. Denn nach wie vor sind vor allem Frauen von Armut betroffen und leben in prekären Arbeitsverhältnissen. Anlässlich des 8. März finden verschiedene Aktivitäten statt. Die Verdi führt bundesweit Solidaritätsaktionen für die von Kündigungen bedrohten Schleckerfrauen durch. Wir solidarisieren uns mit Ihnen und wünschen Ihnen viel Kraft und Durchhaltevermögen. Dieselbe Kraft und das Durchhaltevermögen wünschen wir natürlich uns allen und hoffen auf eine kämpferische Tarifrunde, in der wir unsere Forderungen erreichen. Außerdem wollen wir heute noch alle Jugendlichen darauf aufmerksam machen, dass wir als Verdi Jugend am Dienstag um 19 Uhr im DGB-Haus ein Treffen veranstalten, um den heutigen Streiktag nachzubereiten und die weiteren Streiks gemeinsam vorzubereiten. Wir wollen bei den nächsten Streiks derartige kämpferische Jugendblöcke auf die Beine stellen. Aber ich denke, wir müssen noch mal gemeinsam buchstabieren, was wir heute tun, damit es im Rathaus ankommt, damit die Arbeitgeber wissen, was ihnen blüht, wenn sie kein Angebot vorlegen. Gebt mir ein S! L. Gebt mir ein T! L. Gebt mir ein R! L. Gebt mir ein E! L. Gebt mir ein I! I. Gebt mir ein K! H. Und was heißt das? Streik! Ich kann euch nicht hören! Streik! Streik! Und das wird kommen, ein unbefristeter Streik, wenn die Arbeitgeber nicht einsichtig werden. Kolleginnen und Kollegen, ich darf bei uns noch begrüßen, hier auf der Bühne, unsere Kollegin vom DGB, die stellvertretende Landesvorsitzende Marion von Wartenberg. Herzlich willkommen. Kolleginnen und Kollegen, ihr habt es mitbekommen, Schlecker. Und ich finde es wichtig und richtig, dass auf unserer Kundgebung Schlecker-Kolleginnen zu den Vorgängen bei Schlecker-Reden aus ihrer Sicht berichten, weil, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die reichsten Arbeitgeber sind die Arbeitgeber im Einzelhandel. Die schlechtesten Löhne sind die Löhne im Einzelhandel. Die miserabelsten Bedingungen sind im Einzelhandel. Und jetzt sollen die Kolleginnen und Kollegen die Suppe auslöffeln, die ihnen Schlecker und Konsorten eingebrockt hat. Ich darf am Mikrofon begrüßen Christina Frank mit den Kolleginnen und Kollegen von Schlecker. Vielen Dank zusammen, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir heute hier zu euch sprechen können und dass ihr uns so positiv aufnehmt. Neben mir ist Kula Singh ist die Vorsitzende des Betriebsrats in Stuttgart und Barbara ist die stellvertretende Vorsitzende. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier da seid. Wir begrüßen euch. Morgen sind wir hier an diesem Platz, die Schleckerfrauen. Sie kommen morgen aus der Umgebung von Stuttgart und aus der Innenstadt zusammen und sie werden hier morgen auch öffentlich ihre Betriebsversammlung abhalten. Morgen geht es darum, dass wir versuchen müssen, der Öffentlichkeit und der Politik klarzumachen, dass die Schleckerfrauen a. systemrelevant sind
und B, jede Anstrengung verdienen, dass man die Arbeitsplätze erhält. Für euch geht es darum, dass ihr von eurem Geld leben wollt. Das geht aber nur, wenn die Einzelhändler nicht die ganze Marktmacht in der Hand von wenigen haben, sondern wenn es da noch Konkurrenz gibt. Wir brauchen mehrere Drogerie-Einzelhändler, damit keiner uns die Preise diktiert. Deshalb muss ein Teil von Schlecker übrig bleiben. Die Arbeitsplätze von Frauen, die im Übrigen in dieser Branche überwiegend Alleinverdiener im höheren Alter sind und auch ganz allein für die Familien aufkommen in ganz vielen Fällen. Sie haben eine Zukunft verdient. Diese Frauen haben so viel hinter sich. Sie haben hier in der Innenstadt 2007 den Betriebsrat gegründet. Zu diesem Tag, an dem der Betriebsrat gegründet wurde, hat damals Schlecker 10% der Belegschaft an diesem einen Tag fristlos gekündigt. Sie haben trotzdem weitergemacht. Sie haben hier in dieser Innenstadt es geschafft, dass Schlecker tariflich bezahlt. Hier in dieser Innenstadt kann man ohne weiteres bei Schlecker einkaufen gehen, denn diese Frauen haben für ordnungsgemäße Arbeitszeiten, für Tariflöhne, für Einhaltung aller Schutzbedingungen gesorgt. Und jetzt soll das zu Ende sein. Wir wollen das nicht akzeptieren. Wir brauchen euch. Geht einkaufen bei Schlecker. Helft uns, dass es weitergeht. Was haben diese Frauen vor sich? Diese Frauen haben wieder Kampf vor sich. Es soll die Hälfte der Belegschaft abgebaut werden. Es sollen 12.000 Frauen entlassen werden. Kolleginnen und Kollegen, das können wir nicht kampflos hinnehmen. Wir haben ein Beteiligungskonzept vorgeschlagen. Wir wollen Schlecker vom Kopf auf die Füße stellen. Wir wollen, dass über einen Sanierungstarifvertrag nicht irgendein Investor sich die Taschen voll machen kann. Wir wollen, dass die Kolleginnen dieses Geld als Beteiligung in die Filialen stecken. Und wenn was übrig bleibt, wird schwesterlich geteilt. Das ist unser Vorschlag. Und der Charme dieses Vorschlags ist, dass Anton, der sein Imperium geleitet hat wie eine Würstchenbude, dass der vom Kopf auf die Füße gestellt wird. So, und jetzt, Kula und Barbara dürfen jetzt auch noch sich kurz an euch wenden. Ihr werdet sie offen aufnehmen. Ich freue mich, dass wir hier miteinander stehen und dass wir das Wort Solidarität heute hier oben ganz konkret erfahren dürfen. Dankeschön. Also, wir von Schlecker, wir würden uns einfach freuen, wenn viele Leute jetzt einfach kommen und einkaufen bei uns und so ihre Solidarität zeigen, dass einfach der Umsatz steigt und mehr Arbeitsplätze erhalten bleiben. Also noch kurz am Rande auch das, fast alle Betriebsrätinnen beim Schlecker sind schon einmal überfallen worden. Die Barbara ist vorgestern um 17 Uhr von zwei Maskierten mit einer Knarre und zwei Messern überfallen worden in ihrer Filiale. Auch das sage ich euch, diese Frauen halten das aus und die wollen trotzdem weitermachen. Und deshalb, ich fordere euch alle auf, helft uns, die Filialen hier in der Innenstadt zu erhalten. Vielen Dank. Ja, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch allen ganz herzlich. Freut mich, dass ihr so viel und zahlreich erschienen seid heute. Ich berichte euch kurz, wie es den Frauen gerade bei Schlecker geht. Ja. Es herrscht eine Unruhe, Angst, Unsicherheit,
die Leute denken, die bekommen schon morgen Kündigungen im Briefkasten und so, ja. Und wir versuchen natürlich, um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen und brauchen auch eure solidarische Unterstützung. Bitte kauft bei uns ein. Vielen Dank. So, Kolleginnen und Kollegen von Schlecker, ihr habt unsere volle Solidarität im Kampf um eure Arbeitsplätze. Und wenn wir von Schlecker reden und wenn wir von Frauen reden, Kolleginnen und Kollegen, morgen ist der internationale Frauentag, der internationale Kampftag für die Rechte der Frauen in der ganzen Welt, entstanden im Streik, entstanden im Arbeitskampf. Und ich darf jetzt am Mikrofon begrüßen Jana Seppelt, Gewerkschaftssekretärin vom Fachbereich 7. Hallo! Ein besonderes Hallo geht heute an die Frauen. Ich begrüße alle Zukunftsgestalterinnen. Ich begrüße alle Frauen aus der Pflege, aus den Kitas. Alle Frauen aus den Verwaltungen, alle Frauen aus den Bauhöfen, alle Frauen aus den Krankenhäusern, aus den Landkreisen Stuttgart, Böblingen, Ludwigsburg und Rendsburg. Morgen ist der 101. Internationale Frauenkampftag. Der Internationale Frauenkampftag geht auf die Kämpfe der Textilarbeiterinnen in den USA zurück. Bereits 1857 kam es am 8. März in New York zu einer Demonstration gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen und für gleichen Lohn bei gleicher Arbeit. Ausgehend von diesen internationalen Arbeiterinnenprotesten in der Textilindustrie und in Tabakfirmen um die Jahrhundertwende kam die Initiative zum Internationalen Frauenkampftag von der Sozialistin und Stuttgarterin Clara Zetkin. Seit 1911 gibt es nun den Internationalen Frauenkampftag. Die Forderungen waren vielfältig über die Jahrzehnte: Frauenwahlrecht, Arbeitsschutzgesetze, Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt, höhere Löhne, Senkung der Lebensmittelpreise, die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, der 8-Stunden-Tag, Mutter- und Kinderschutz und natürlich die Festsetzung von Mindestlohn und nicht zu vergessen der Kampf gegen imperialistische Kriege. Wenn wir heute auf die Ziele von damals schauen, wird klar, dass Frauen vor uns viel erreicht haben. Aber vieles bleibt weiterhin umkämpft. Gerade Forderungen nach ökonomischer Gleichstellung haben sich nur partiell erfüllt und müssen immer wieder verteidigt und neu erkämpft werden. Dazu mal ein paar Zahlen. Nach wie vor verdienen Frauen durchschnittlich weniger als Männer. In der Bundesrepublik liegt der Unterschied bei 23% und damit befinden wir uns hier im unteren Viertel im europäischen Vergleich. Wenn wir zu dem Niedriglohnsektor Teilzeit und geringfügig Beschäftigte dazuzählen, so liegt der Anteil von Frauen an Billiglöhnen bei insgesamt 70%. Von allen Vollzeitbeschäftigten ist nur ein Drittel weiblich. Das mag im öffentlichen Dienst teilweise besser sein. Schließlich haben wir auch hier die Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen. Aber was fällt hier auf? Soziale Berufsbilder wie Erzieherinnen, Küchenkraft, Pflegekräfte, Beschäftigte im Bürgerbüro sind mehrheitlich weiblich besetzt und befinden sich im unteren Drittel der Lohntabelle. Da geht es Ihnen wie den Kollegen im Arbeiterbereich, auf den Bauhöfen, Friedhöfen oder im Grünbereich. Deswegen brauchen wir auch diese hohe Umverteilungskomponente. 200 Euro mindestens. Es ist ein Unding, dass sich gerade hier die Arbeitgeber querstellen. Was heißt das für uns? Machen wir ihnen klar, dass sie unsere Qualitätsarbeit nicht unter Wert kaufen können.
machen wir klar, dass wir dafür sorgen, dass die Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge steht, zum Wohl der Gesamtbevölkerung. Machen wir ihnen klar, dass wir nicht einsehen, warum wir dafür weniger bekommen sollen als der Kollege bei Daimler oder in höheren Rängen der Kernverwaltung. Machen wir ihnen klar, dass wir weder Niedriglöhne, Billiglöhne oder erzwungene Teilzeitjobs oder Befristungen weiter in Kauf nehmen. Und erlauben Sie mir noch ein letztes Wort zum Rest der Arbeit. Nach wie vor fällt in der heutigen Gesellschaft die Reproduktionsarbeit mehrheitlich der Frau zu. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir uns immer noch mehrheitlich um die Kindererziehung und die Hausarbeit kümmern. Nun, das muss ich sagen, da gibt es Licht am Ende des Tunnels. Viele unserer Partner beteiligen sich mehr und mehr. Aber liebe Kollegen, da gibt es nach oben noch viel Luft. Da seid ihr gefragt. Bringt euch ein, auch Männer können bügeln. Viele Frauen befinden sich im Hamsterrad der Doppelbelastung. Arbeit und Beruf. Das muss nicht nur Arbeit ausgeweitet werden, auch die Gesellschaft muss die Infrastruktur dazu zur Verfügung stellen. Deshalb, Kitas, Krippen, Hortplätze müssen aufgebaut werden und die Erzieherinnen und Erzieher anständig dafür bezahlt werden. Ich möchte hier noch die Gelegenheit nutzen, auf die Veranstaltung in den nächsten Tagen hinweisen. Die Frauengruppe Stuttgart hat eine Veranstaltung am Freitag organisiert, am 9.3. mit Christina Frank zu aktuellen Arbeitskämpfen und prekären Beschäftigungssituationen von Frauen in unserer Gesellschaft um 19 Uhr im linken Zentrum Lilo Hermann. Morgen am Frauenkampftag haben die Verdi, IG Metall und DGB-Frauen um 16.15 Uhr eine Demonstration auf dem Schlossplatz, wo sie die Landesregierung an ihre frauenpolitischen Versprechen erinnern will. Sie fordern Ausbau der Ganztagsschulen, keine öffentlichen Aufträge an Lohndrücker, Tariflöhne statt Armutslöhne und die Einführung eines Mindestlohns im öffentlichen Dienst. Wir fordern weg mit Befristungen, Leiharbeit und unfreiwilliger Teilzeit. Sie fordern genauso, und das ist wichtig in heutigen Zeiten, die Erhaltung und Sicherung von Frauen- und Kinderschutzhäusern sowie Beratungs- und Präventionsangebote gegen häusliche Gewalt, Zwangsprostitution oder Gewalt im Namen der Ehre. Und abends gibt es im Kino, und liebe Frauen und liebe Männer, ich kann euch diesen Film nur empfehlen, um 18 Uhr im Bollwerk in Stuttgart gibt es den Film We Want Sex über die Ford-Näherinnen, die es geschafft haben, mit 27 Frauen in den 60er Jahren die gesamte Ford-Produktion stillzulegen und den gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu erstreiken. Daran nehmen wir uns ein Beispiel. Ja, danke Jana. Und ich sag mal, Frauen alleine sind schon sehr gut. Männer alleine sind auch nicht schlecht, aber gemeinsam sind wir unausstehlich, unwiderstehlich. Und gemeinsam zeigen wir den Arbeitgebern, was wir können und dass wir noch eine Schippe drauflegen können. So, und jetzt zum Abschluss Bernd Rixinger vom Verdi-Bezirk Stuttgart. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das heute war eine erste tolle Botschaft an die Arbeitgeber. Und diese Botschaft heißt, wenn ihr am 12. 13. März bei der nächsten Verhandlungsrunde kein vernünftiges Angebot macht, dann geht's in die zweite Streikrunde. Und ihr könnt davon ausgehen, alle hier auf dem Platz und einige mehr dazu werden dabei sein. Und liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben heute bewiesen, und das ist immer am Streiktag so, es geht nichts ohne die Beschäftigten. Eine Führungskraft, ein Amtsleiter, ein Bürgermeister können alleine heute nichts bewegen. Sie brauchen die Beschäftigten dazu. Leider Gottes sind die Beschäftigten niemals so wertvoll wie beim Streik. Da wollen Sie, dass die Beschäftigten lieber zur Arbeit gehen. Weil beim Streik wird allen deutlich, ohne die Beschäftigten geht nichts. Uns wäre es aber recht, wenn im Alltag die Arbeit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst respektiert wird und ordentlich bezahlt wird. Und am Streiktag wird allen deutlich, wie wichtig die öffentliche Daseinsvorsorge für das Funktionieren einer Gesellschaft ist. Ohne euch würden keine Kinder erzogen. Ohne euch würden keine Kranken gepflegt. Ohne euch bricht die öffentliche Infrastruktur zusammen. Ohne euch würde das öffentliche Leben nicht funktionieren. Und deshalb muss es doch selbstverständlich sein, dass diese Menschen, ihr zusammen, die diese für die Gesellschaft wichtige Arbeit leistet, dass ihr nicht behandelt werden, wie wenn ihr alleine ein Kostenfaktor wärt. Nein, eure Arbeit muss respektiert und ordentlich bezahlt werden. Kolleginnen und Kollegen, wir können es nicht mehr hören. Es wäre im öffentlichen Dienst kein Geld da. Die Kassen wären leer. Eine Leier, die Arbeitgeber, glaube ich, schon im Schlaf und im Traum runtersagen können und wo sie selber wissen, dass kein Wort davor wahr ist. Die Kassen sind nicht leer, sondern sie wurden geleert. Wer es sich leisten kann, den Banken, die sich verspekuliert haben auf den Spekulationsmärkten, Hunderte von Milliarden Euro zu geben, der darf sich nicht getrauen, bei den Beschäftigten, wo es um ein paar Prozent und um 200 Euro geht, zu sagen, es wäre kein Geld da. Das ist doch wirklich lächerlich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gar nichts gegen Hilfsprogramme für Griechenland, Portugal oder Spanien. Wenn wir denn wüssten, dass dieses Geld tatsächlich dort bei den Unteren ankommt. Wir haben aber was dagegen, dass Hilfsprogramme für die Reichsten und für die Banken gemacht werden. Überall in Europa gesagt wird, wir wollen die Renteneintrittsalter verlängern, wir wollen, dass der öffentliche Dienst abgebaut wird, wir wollen, dass die Mindestlöhne abgebaut wird, aber niemand sagt, dass die Reichen und Milliardäre in diesem Land und in Europa endlich wieder ordentlich Steuern bezahlen sollen. Die Steuern sind in ganz Europa für Vermögende, für Reiche, für Kapitalbesitzer in den letzten 10 Jahren um 10% gesenkt worden. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn man zu wenig Geld hat. Nein, wir sagen, das kann nicht die Zukunft sein, dass an den Reichen und Milliardären gespart wird. Und bei den kleinen Leuten nicht gespart wird, dass denen Geld gegeben wird und bei den kleinen Leuten gespart wird.
das passt für uns nicht zusammen. Und deshalb sagen wir, es ist genug Geld da, es ist nur schlecht und ungerecht verteilt. Und dieses vorhandene Geld und der vorhandene Reichtum muss endlich ordentlich verteilt werden. Und wir sagen auch, die Lebensqualität der Bevölkerung hängt nicht in erster Linie davon ab, wie viele Luxusvillen in den Halbhöhenlagen stehen, wie viele Luxusautos auf der Straße rumfahren. Sie hängen davon ab, wie unsere Kindergärten, unsere Krankenhäuser, wie die öffentliche Daseinsvorsorge, der öffentliche Personennahverkehr ausgestattet ist. Das gehört zur Lebensqualität, das sorgen wir dafür. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben hier einer der reichsten Städte der Bundesrepublik Deutschland. Diese Stadt kann es sich leisten, über 1 Milliarde an die LBBW zu geben. Sie kann es sich leisten, Milliarden unter der Erde zu vergraben. Aber sie kann es sich nicht leisten. Sie kann es sich offensichtlich nicht leisten, genügend Erzieherinnen einzustellen und die Beschäftigten ordentlich zu entlohnen. Auch das passt nicht zusammen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden selbstbewusst in der Öffentlichkeit für unsere berechtigten Forderungen streiken und demonstrieren. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir können der Bevölkerung sagen, wir haben diese Streiks nicht zu verantworten. Diejenigen, die trotz mehrmaliger Ermahnung 0% anbieten, die sind verantwortlich dafür und die müssen auch von der Bevölkerung dafür verantwortlich gemacht werden. Deshalb, wir sind gerüstet, wenn am 12., 13. nichts rüberkommt, dann stehen wir wieder auf dem Marktplatz. Ich bin überzeugt, ihr und andere dazu werden dabei sein. Es war ein toller Auftakt der Solidarität und des Selbstbewusstseins der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Dankeschön. Und ich denke, den Arbeitgebern muss man nochmal deutlich sagen, was unser Motto ist, wenn am 12., 13. nichts rumkommt. Da gibt es diesen ganz kleinen Spruch, der heißt, Mittwoch ist Arbeitstag, denn Mittwoch ist Freitag. Mittwoch ist kein Arbeitstag, denn Mittwoch ist Freitag. Okay, man kann es auch anders sagen. Ob ein Bürgermeister in seinem Sessel sitzt oder ob in China ein Sack Reis umfällt, das entscheidet die Welt nicht. Die Welt entscheiden wir, denn wir, ihr seid die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Und Kolleginnen und Kollegen, ich sage es klar und deutlich, wenn nichts rüberkommt, werden wir eine Schippe drauflegen. In diesem Sinne, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Dank euch, die Kundgebung ist geschlossen.